Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Meier Andreas, ich bin aus der Arbeitsgruppe Geoökologie und wir beschäftigen uns unter anderem mit Austauschprozessen von klimarelevanten Spurengasen, Austauschprozessen von der Biosphäre in die Atmosphäre, aber auch in die andere Richtung, also von der Atmosphäre in die Biosphäre hinein. Zunächst schauen wir uns in einem ersten Schritt die Hintergrundkonzentration von CO2 an. Das heißt, wir messen einfach mal, was hier so in etwa an Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre existiert. Diesen Wert schauen wir uns jetzt mal an und werden ihn besprechen. So, was man hier jetzt sieht, sind die Konzentrationen, die momentanen atmosphärischen Konzentrationen. Man sieht natürlich, die schwanken, das ist natürlich durch die Luftbewegungen bedingt. Hier finden Transportprozesse innerhalb der Atmosphäre statt. Wir sehen, hier wird einerseits Methan als CH4, das Wasser, H2O und dann noch das Kohlenstoffdioxid gemessen. Für das CO2 haben wir hier in etwa einen Wert von 413 ppm, das bedeutet, von einer Million Luftmoleküle sind 415 davon ein CO2-Molekül. Wenn man sich diesen Wert hernimmt und vergleicht mit Werten vor etwa 80 Jahren, dann sieht man hier einen Anstieg von gut 80 und mehr ppm innerhalb einer wahnsinnig kurzen Zeit von 80 Jahren. Das ist ein starker Indikator dafür, dass hier der Mensch am Werke ist. Und die Gründe für diese Anstiege sind grundsätzlich bekannt. Prominente Verursacher dieses starken Anstiegs ist natürlich einerseits die Verbrennung fossiler Energieträger, die Zementproduktion, aber es gibt auch eine Vielzahl an kleiner Quellen, die zu diesem Anstieg beitragen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Menge an Senken, das heißt Systeme, die auch das CO2 wieder einbauen und wieder aus der Atmosphäre, der Atmosphäre entziehen können. Und das ist der Gegenstand dieses heutigen Videos. Daher könnte man auch sagen, wir sind heute den Spurengasen oder dem Spurengas auf der Spur oder anders gesagt auf den Spuren eines Spurengases, dem Kohlenstoffdioxid. Was sind so mögliche Quellen? Wir haben vorher gesagt, dass einerseits natürlich die bekannten, die Kraftfahrzeuge, die Verbrennung fossiler Energieträger, das sind Quellen, die man im Prinzip über den Verbrauch sehr gut einschätzen kann, deren Beitrag man zu dieser Erhöhung der Konzentration sehr gut berechnen kann. Es gibt aber auch eine Menge an Quellen und Senken, die sich nicht so leicht berechnen lassen, die man eben vermessen muss, die man messen muss, um deren Beitrag, um deren Bedeutung innerhalb des Gesamtbudgets an klimarelevanten Spurengasen in der Atmosphäre abschätzen zu können. Einer der natürlichen, permanenten Quellen von CO2 zum Beispiel ist der Boden. Der Boden atmet, das Bodenleben atmet, die Wurzeln atmen und sorgen dabei für eine sehr hochkonzentrierte Bodenluft. Diese hochkonzentrierten Gase diffundieren an die Oberfläche und sobald sie in die Atmosphäre gelangen, werden sie von den turbulenten Windbewegungen mitgenommen und in hohe Lagen transportiert. Und was dann dazu führt, dass man eigentlich eine sehr gute Verteilung der Klimagase innerhalb relativ hoher atmosphärischer Schichten sehen kann. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Quellen von CO2, auf der anderen Seite haben wir Senken, das heißt Systeme, die CO2 binden können. Einer dieser Vertreter ist zum Beispiel die Pflanze, die via Photosynthese und mit Hilfe der Energie aus dem Sonnenlicht und Wasser aus CO2 Glucose machen kann und dadurch wachsen kann. Diese
Art von Senken. Das ist natürlich bei der Pflanze. Die Pflanze bindet zwar das CO2, aber wie lange sie es bindet, kommt auf viele äußere, viele Parameter drauf an. Das ist natürlich grundsätzlich, die Pflanze hat auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Und dann ist entscheidend, was passiert mit der Pflanze, nachdem sie abgestorben ist. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite Kohlenstoffquellen, wie zum Beispiel der Boden, die permanent emittieren. Wir haben auf der anderen Seite Senken, wie zum Beispiel die Pflanze, die, sofern sie wächst, CO2 einbaut und fixiert. Und dann haben wir eben Ökosysteme, die als Ökosystem beides können, je nachdem eben wie der Mensch es behandelt. Ein Moor zum Beispiel, ein natürliches Moor, speichert Kohlenstoff. Wenn aber der Mensch dem Moor quasi wortwörtlich das Wasser abgräbt, sinkt der Wasserpegel. Das heißt, die Luft kann hinein in diesen Torfkörper. Die organische Materie ist dem Luftsauerstoff exponiert und oxidiert. Und damit wird ein Moor zu einer massiven CO2-Quelle. Und das ist etwas, was wir uns auch speziell in der Arbeitsgruppe Geoökologie genau anschauen. Da messen wir genau das Verhalten des Moores im Laufe der klimatischen Veränderungen über die Jahre hin. Und da sehen wir, dass in sehr trockenen Sommern, wenn der Wasserspiegel senkt, sich das Moor übers Jahr gesehen zu einer Quelle, zu einer CO2-Quelle entwickelt, während es in sehr feuchten oder quasi normalen Jahren das Moor das tut, was es am besten eigentlich kann, und zwar CO2 binden. Im Gegensatz zu einer Pflanze, die nun, wenn sie abstirbt und über der Oberfläche wächst, abstirbt und wieder verrottet und wieder oxidiert, ist das Moor, fixiert das Moor diesen gebundenen Kohlenstoff und baut ihn ein in seinen Moorkörper, bringt ihn unter die Wasseroberfläche und schafft daher wirklich eine langfristige Entnahme von CO2 aus der Luft. In einem ersten Schritt möchte ich euch zeigen, wie so eine Bodenatmung funktioniert und wie man das auch sehr gut mitverfolgen kann. Das machen wir auf folgende Art und Weise. Wir verwenden dadurch die Kammernmethode. Das heißt, wir setzen eine Kammer, eine Glocke, über einen nackten Boden, über einen vegetationslosen Boden und schauen und messen, wie sich die Zusammensetzung bezüglich, in dem Fall bezüglich des CO2, wie sich die Zusammensetzung der Luft bezüglich des CO2 in der Kammer über die Zeit hin verändert. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine Quelle handelt, weil der Boden eben atmet, dann würden wir wahrscheinlich eine Zunahme der CO2-Konzentration messen. Würde das System oder baut das System Kohlenstoff ein, dann sehen wir über die Zeit hin eine Abnahme der Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxidkonzentration. Gut, als ersten Schritt setzen wir die Kammer und schauen, was passiert.